Ich kann wirklich nicht gut zielen, das, also, ha, nein, ich kann hier nicht nicht gut rein aimen. Da ich da auf die Distanz viel geschossen habe, habe ich so viel Munition verballert. Ey. Ich kann jetzt gut reinhalten. Ich habe da noch Anti-Panzer 120 Stück. Ich hätte sowieso gerne nur HE-Munition. Dafür keinerlei Flak oder Anti-Panzer-Munition. Ich meine, gegen gepanzerte Ziele kämpfe ich sowieso nie mit dem Geschütz, das wäre Selbstmord. Und gegen gepanzerte Ziele kann man mit HE auch gut Schaden machen. Aber naja. So nervig das Spiel teilweise auch ist, wenn man so einen Konvoi unbewaffnet gegenüber hat, macht das richtig Fun. So, das zählt jetzt hoffentlich als untergegangen. Jawohl. Natürlich mir ist das Ziel rausgesucht, was am weitesten wieder entfernt ist. Ne, weiter auf das gehen. Weil das hat wohl... Doch auf das. Hin und her. Okay, gehe ich voll geil, muss mehr ran. Hier rechts geht jetzt unter, sieht man hier unten auch. Schön. Schön. So, beide sind jetzt halb down. Das heißt, beide kann ich dann noch mit meinen AP-Granaten wunderbar wegballern. Problem nur... Ich hoffe mal, das ist ein Bug und nicht irgendwie... Keine Ahnung was. Aha, Kriegsschiff. Wie ballern jetzt noch weiter? Ich muss Vorkehrungen treffen. Hallo? Sich ungut, wenn hier noch ein Kriegsschiff unterwegs ist. Maschinenstopp. Neuer Wegpunkt. Kurs 211. So, ich muss mich jetzt drehen. Maschinenstopp. Volle Fahrt zurück. Rückwärts fahren. Da ich jetzt torpedieren werde. Torpedotiefe eingestellt auf 4 Meter. Und halt.
Ach, was soll's, Feuer. So, und jetzt, Torpedo. Reserve. Ich will, dass die aus... Okay, geht anscheinend nicht, solange noch nachgeladen wird. Sieh mir nach einem Torpedotreffer aus. Badadam! Oh ja. Und jetzt muss ich abtauchen. Auf Seerohrtiefe gehen. Körper gerissen. Geh doch. Geschütz einsatzbereit. Willst du mich verarschen? Tauchst du gefälligst mal ab? Seerohr beschädigt. Hauptpumpe beschädigt. Volle Fahrt zurück. Äußerste Fahrt zurück. Auf Seerohrtiefe gehen. Tiefe beträgt 1,0 Meter. Maschinenstopp. Hauptpumpe repariert. Dieselmaschinenstopp. Neues Ziel wird erfasst. Ich bin ein bisschen angepisst. Ah, natürlich ist das ein Diesel. Ein elektrischer. Seerohr repariert. Ich kann einfach mal abwarten. Oh nein. Er macht auch noch Zickzackkurs. Wichser. Was soll's? Druckkörper repariert! Ja, der repariert jetzt nach und nach alles. Gleich wird er wieder nach links lenken, aber das ist mir scheißegal. Ich baller jetzt einfach. Muss abtauchen. Tiefer, verdammt. Tiefe beträgt 2,0. Tiefe beträgt 5,0 Meter. Okay, der Torpedo hat nicht noch getroffen. Meter, neuer Wegpunkt. Kurs 1,09. Nimm Kurs Tiefer. Wieder auf. Der da hinten ist mein Freund. Und zu dem will ich auch wieder. Darum wird mich dieser Scheißzerstörer da nicht hindern. Torpedo hat das Ziel verfehlt. Anlage repariert. Auf Seerohrtiefe gehen. So, wie schaut es eigentlich mit dem Untersystem aus? 79, ja, geht ja noch. Wenn er jetzt da hinten ist, wenn er weit genug weg ist. Zwei Kilometer, naja, weit will ich das zwar nicht nehmen. Aber was soll's, ich tauche mal auf. Moment, ich brauche ja gar nicht auftauchen, ich nehme einfach F2. Maschinenstopp. So, stehen bleiben. Neues Ziel wird erfasst. Ziel erfasst. Da. Straight ahead. Okay, am liebsten würde ich jetzt mein Hauptgeschütz
auspacken und... Oh, das ist echt... der Tod, wenn... der Wegpunkt genau auf den Schiff ist. Fahr schön weit weg. Nein, er kommt wieder zurück. Problem nur, ich müsste auftauchen. Ich tasse mich mal langsam ran. Alter, das geht schon wieder gut hoch. Wie viel machst du denn? 7 Knoten. Ich hab nur noch ein Torpedo in der Außenreserve. Dafür muss ich auftauchen. Wenn Nacht ist, könnte ich jetzt mal wagen. Perfekt, so. Und Torpedo reinladen. Bevor jemand was merkt, Zero-Tiefe. Schön wieder nachladen. Auf E-Maschinen umschalten. Tiefe beträgt 1. Und da tuckert er wieder weg. Ach ja, mein Freund, verschwinde nur. Verschwinde. Langsame Fahrt voraus. Wie weit bist denn du weg? 2 Kilometer immer noch. Volle Fahrt voraus. Rohr 5. Bereit. Hui, Freunde. Das ist natürlich nicht cool. Jetzt hat der mein Freund dann so einen ausgemacht. Und hier. Äußerste Fahrt voraus. Du hast zwar dein Sonar aus, aber ich sehe dich immer nur. Speichern, ja. Was auch sonst? Okay, ich habe ein Torpedo. Hätte er sein Sonar an, könnte ich ihn auf mich locken und dann direkt mit dem Torpedo vernichten. Weil aus dem Winkel ist das ziemlich kacke. Komm zu mir. Maschinenstopp. Ah, ist ein Gastorpedo. Ziel erfasst. Der tuckert einfach an mir vorbei. Ja, kann ja auch nichts für machen, du dann. Äußerste Fahrt voraus. Wo fährst du denn hin, Junge? Boot auftauchen. Okay, ich habe noch eine lange Nacht vor mir. Also hier im Game, um ein Schiff noch zu versenken. Maschinenstopp. Ich probiere es noch mal. Okay, wir sind gesichtet. Sobald ich beschossen werde, tauche ich wieder ab.
ich drehe jetzt schon um. Er wendet. Jungs, da und ihr müsst treffen. Das wäre ich sauer. Wendet, aber schießt nicht. Ich sehe nur sein Heckstrahl, oder wie es heißt, seine Bugwelle, Heckwelle. Das war's. Schöner Treffer übrigens. Ja, bitte? Deckgeschütz besetzt! Ja, bitte? Deckgeschütz rot! Und da ist das Ding weg. Ist das lustig, du, ist das lustig. Bamalam. Wir werden schon beschossen, aber das ist egal. Da brennt die Scheiße. Die Kacke am Dampfen, du. Bei mir am Bord ist gleich die Kacke am Dampfen. Werdet ihr bitte langsam mal untertauchen? Ich hab gesagt, abtauchen ihr. Langsame Fahrt voraus. Tauchen die nur ab, wenn ich denen auch einen Fahrtbefehl gebe oder was? Ist ja Wahnsinn, wie langsam das geht. Hehe, ihr Opfer. Die anderen erwische ich auch noch. Mein Freund! Du warst die Nummer 3 oder 4 heute. Ich bin zufrieden. Als Game macht teilweise, kann Fun machen, kann einen aber auch richtig aggressiv machen. Ich will, dass der mich hört, ich will, dass er zu mir kommt und ich will vor allem, dass mein Schiff langsam mal wendet. Halbe Fahrt voraus. Muss, oh, ich muss ganz schnell wenden. Muss den nämlich von, wenn er auf meinen Arsch drauf fährt, dann blase ich ihn ein Dreckstorpedo direkt in die Fresse. Das Ding geht unter mit den mein Geschütz zerballer ich dann den Rest noch. Und da ist er. 1 Kilometer Entfernung. Das zu tief. Torpedotiefe eingestellt auf 2 Meter. Hier hinten bin ich. Er dreht, hört mich. Das heißt, gleich dreht er auf mich ein. Maschinenstopp. Geradeaus weiter, Freunde. Er muss mich weiter hören können. Los damit. Los. Komm schon. Nein! Leck mich doch am Arsch, du Hurensohn. Ein bisschen weiter nach rechts. Ein winzig bisschen nach rechts. Und dieses Sackgesicht wäre versenkt. Ich hätte noch ein Schiff, ein weiteres versenken können. Boah, ey. Oh, leck, ey. Scheiß die Wand an.
Spannung pur hier. Tiefe beträgt 2, 0 Meter. Aufgeben tue ich aber noch nicht. Kurs 1, 2, 5. Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt. Kurs 1, wäre natürlich lustig gewesen, wäre jetzt in den da reingerauscht. 3, 0 Meter. Torpedotreffer. Was? Ja, wie geil! Der hat noch ein anderes Schiff getroffen. Ja, dann... mein lieber Kreuzer, will dich enttäuschen, ich muss da noch ein anderes Schiff versenken. Das ist natürlich geil. Auf Seerohrtiefe gehen. Ja, den habe ich noch getroffen. Das ist geil, scheiße. Ach ja, der Torpedo, der für den DD-Zerstörer bestimmt war, hat ihn getroffen. Das ist natürlich lustig. Habe ich auch nicht so ein Problem mit. Aber der Zerstörer, außer dass mir der Zerstörer auf die Nüsse geht. Ich fahre jetzt einfach hier nebenher. Er setzt sich wieder an die Spitze und macht wieder den Kielweg frei. Okay, ich tauch auf. Ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich ihn beschieße, ob sie mich dann auch beschießen, also ob sie mich dann sehen. Maschinenstopp. Ich glaube ja mal schon. Ja, so. Nein, ich will nach oben. Okay, ich probiere, es wird immer heller. Oh nein, eigentlich müsste es dunkler werden. Kleine Fahrt voraus. Ich beobachte mal unten auf der Map, ob sie uns schon sehen, weil solange sie uns trotzdem nicht sehen, kann ich noch ohne Probleme weiterballern.